Die Volkspartei führt sich auf, als ob ihr das Land gehört und aufteilt so nach ihrem Sinne. Questo stile di governo rappresenta, diciamo, un livello die Qualität der Demokratie, die, a mio parere, oggi è insufficiente. Was man hier sich fast entschuldigen muss, wenn man für die Leute da ist, wenn man den Kontakt pflegt. Normal wirft man dem Politiker vor, dass er vom Parlament gewählt ist, dass er dann mit den Bürgern immer reden will. Ich bin jeden Tag da und das werde ich auch in Zukunft tun. Sind Sie ganz sicher, dass dadurch nicht so manches Gesuch von zu unterst zu oberst landet, beziehungsweise dass die Maßgabe der Gerechtigkeit gestört wird? Sind Sie ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, denn ich werde immer versuchen, im Rahmen der geltenden Gesetze zu operieren. Und wenn jemand sich um den Verbleib seines Gesuches interessiert, so sind wir halt verpflichtet, ihm Antwort zu geben. Ich glaube, das ist auch Bürgernähe. Sind die Ausländer tatsächlich ein Problem? Was muss getan werden, dass in diesem zweisprachigen, diesem mehrsprachigen Land ein friedliches, ein kreatives Miteinander möglich ist? Ist das überhaupt möglich? Mi vergogno del fatto che in questa campagna elettorale la questione degli immigrati sia diventata così centrale, forse la più centrale. Wir wollen ganz einfach, dass für Einwanderer auch die Regeln gelten, die für Einheimische gelten. Es gibt die Situationen des Schmarotzerkriegs. Kann man getrost sagen, dass das Boot in diesem Sinne voll ist. Von den 600 Sozialwohnungen, die die Ausländer mittlerweile haben, zahlen 200 keine. Hören Sie endlich einmal aus, in dieser primitiven Art und Weise, wie Sie es teilweise machen, gegen die Ausländer generell zu schimpfen. Mit der Zeit wird man die Leute überzeugen, dass einfach da irgendetwas nicht stimmt und dass wir benachteiligt werden. Und dann entsteht ein Hass und das, glaube ich, brauchen wir in unserem Lande ganz bestimmt nicht. Es ist hier sicherlich nicht so, Herr Landeshauptmann, dass immer jene Personen mit der besten Qualifikation zum Zuge kommen, sondern sicherlich vor allem auch jene, die die richtige Handynummer haben oder die den richtigen Zugang zur Macht haben. Ich muss hier schon Saubermann Andreas Böder fragen, ob er davon überzeugt ist, dass er in den letzten Monaten sein Landtagsabgeordnetengehalt wirklich verdient hat. Lieber Kollege Böder, Sie bekommen 15.000 und wenn Sie sagen brutto, wenn Sie sagen, ich bekomme 25, dann bin ich halt der Meinung, dass ich sicher mehr bis Doppelte von Ihnen leiste. Und deswegen von Ihnen sage ich. Wir werden vor allem im Bereich der Schule weiter investieren müssen, denn das, was wir in die Köpfe investieren, das ist Zukunft. Scuole plurilingue. Con bambini di lingua italiana, tedesca, latina e stranieri, come offerta aggiuntiva alle scuole monolingue. Mütter-Väterrente ist das Stichwort. Das Elterngeld, das monatliche, ist das Stichwort. Der Gratis-Kindergarten als Entlastungsmaßnahme ist das Stichwort. Dass wir eine Stärke haben, dass wir das durchbringen, dass wir unsere Autonomie absichern und vor allem ausbauen.